Caspi, Maifisch und Heringsangeln hier an der Achtuber. Fehlt mir immer noch der Caspi Maifisch und ich suche und suche. Tja, und da gab es einen guten Tipp. Dem folge ich jetzt mal und bin sehr gespannt, ob hier ein bisschen was geht. Ja, dieser klassische Spot hier an der Achtuber, ist mir noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Als das Gewässer rauskam, war das hier eine ganz, ganz wichtige Stelle, sowohl fürs Heringsangeln, fürs Maifischangeln, aber auch fürs Laubenangeln, Seelaubenangeln, die sind hier auch immer wieder mit reingegangen. Als das Gewässer, wie gesagt, neu war, war das so ein regelrechter Hotspot hier, einmal in dem Bereich und sogar einmal weiter hier draußen, vor dieser Schilfkante verlängert sozusagen. Und ja, hier an der Stelle soll es wohl gerade wieder gehen. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Posenangeln, da bedarf es immer der maximalen Aufmerksamkeit, dass man da immer schön alles im Blick hat. Ich habe jetzt gerade eben nochmal die Schnur etwas stärker gemacht. Caspi Maifisch, der erste. Auf 9 Komma bin ich sogar hochgegangen. Extra größer, genau. Kaspischer Schwarzrückenhering kann nämlich gewichtsmäßig richtig gut reinballern. Ich war gerade mit 4 Kilo unterwegs und war hier bei einem 900 Gramm Hering regelrecht in dem Drill. Und jetzt hier teste ich gerade halt nochmal mit einem etwas dickeres Vorfachsmaterial. Ob das hier jetzt auch funktioniert und es scheint bisher zu funktionieren. Ich bin da sehr gespannt. Und da sind beide Runner. Basul hatte mir geschrieben, Alten, hier die und die Stelle, also hier 41, 89, da lübt es gerade. Ich hatte auch im Ingame-Chat gesehen, er hatte da so ein paar schöne Maifische rausgezogen mit nahezu 250 Gramm sogar. Also richtig große Brocken sind reingegangen. Ja, und das triggert mich dann natürlich direkt. Also da will ich natürlich dann auch versuchen und probieren, ob da nicht was geht. Ich bin mir halt gerade noch nicht so ganz sicher, ob ich da doch eher ein bisschen feiner reingehe. Ich teste es jetzt erstmal. Ich bin jetzt gerade in den Abendstunden hier hin. Hab ein bisschen rumprobiert. Hab verschiedene Hakengrößen rumprobiert. Und bin jetzt mittlerweile ganz zufrieden. Von der Hakengröße und von der Größe der Fische, von der Frequenz und so weiter. Also, ich musste halt hier ein bisschen suchen, kurz gesagt, aber jetzt mittlerweile, glaube ich, klappt es hier ganz gut. Ja, jetzt gucken wir gerade noch mal eben rein. Basul, hier ist er, hat er geschrieben, 141,98, genau. Hakengröße auf Borkenkäfer, Eintagsfliege, wir gehen gleich auf Setup nochmal ein. 17er Haken, 1 Meter Tiefe. Ich habe 1 Meter Tiefe und 1 Meter 10 Tiefe. Das beides also unterschiedlich auf beiden Routen. Da ein bisschen Variation mit reingebracht. 16er Haken verwende ich tatsächlich gerade. 250 Gramm Trophy-Gewicht bzw. 250 Gramm Fische, wenn ich das so für die Hasel dann zum Beispiel nehme. Hasel mit 16er Haken funktioniert halt auch ganz gut. 17er Haken, also wenn man so eine Zwischengröße sich gönnen möchte, kann man das mit Sicherheit auch machen. Genau, ich ändere mal eben hier auf die schwarze. Ja! Das ist doch mal wieder gut zu sehen. Mal so richtig gut sogar. Die guten alten schwarzen Original-Standard-Dinger. Und da geht es auch schon runter. Sofort haken. Der andere Fisch ist ja noch gehakt. Und zieht sogar ab. Er zieht sogar richtig ab hier. Komm ran. Bestimmt auch wieder so ein Hering. Genau. Ja, die Heringe, die gehen ganz gut ab sogar. Also gewichtsmäßig. Also Anzahl der Fische geht es schon richtig gut zur Sache. Und rein gewichtsmäßig, Arland ist natürlich auch gerade reingegangen, aber hier der mit 900 Gramm, der hatte richtig Power. Also die ziehen dann ordentlich los. Und jetzt gucken wir mal, was hier noch geht. Ich meine, von der Entfernung hier kann man sich natürlich auch gut mit der Stippe hinstellen, dass man dann bis dahin ungefähr treiben lässt und jetzt gleich schon wieder zurückzieht und dann
neu wieder auswirft. Weißt du was, mir fällt gerade ein, also das mit dem alten Spot, ich war halt hier schon so ewig nicht mehr, ne? Aber ich werde mal hier vorne nochmal eine hinwerfen. Und die nächste, die werfe ich mal wirklich deutlich weiter raus. Vielleicht läuft das da hinten ja auch. So, gucken wir mal. Ungefähr so die Schattenkante. Na, noch nicht ganz. Von der Steilküste. Vielleicht geht es da hinten auch. Neues Testen, neues Probieren. Also, linke Seite weiß gerade nicht wirklich viel. Gerade nochmal ein kurzer Zuppler. Rechte Seite jetzt. Also, sie strömen jetzt gerade von beiden Seiten ran. Und auch hier immer noch, ja, im Nahbereich tatsächlich. Im Nahbereich, man muss gar nicht so weit raus. Das ist halt echt immer die Frage, wo läuft es dann? Wo sind die Spots, wo die Pose dann durchtreibt, dass es dann triggert? Da auch schon wieder, also tatsächlich alles hier vorne im unmittelbaren Bereich. Gar nicht so weit raus. Vielleicht sind das sogar nur so um die 8 Meter. Gucken wir mal. Viel zu weit raus, sonst alles so ganz nah. Da reichen auch die kleinen Stippen. Zack, der nächste hier. Na, guck. Naja, wenn das so geht, ist das doch nicht verkehrt. Jetzt geht es natürlich, also bei dem Heringsangeln würde ich auf jeden Fall einen etwas größeren Haken nehmen. Die ballern ja auch mal auf die Kunstköder und so drauf. Denen ist das anscheinend wirklich wurscht. Aber das Ziel ist ja der Caspi-Maifisch. Das ist ja das, was gefährlich ist. Viel zu selten, der Brocken. Zack. Doch noch gehakt. Oh, der hat aber schnell nach unten gezogen. Schwarzrücken, okay. So, ich habe gerade noch mal in die All-Time-Records reingeschaut und habe da noch mal gesehen, Eintagsfliege, Köcherfliege in Kombination. Das testen wir jetzt auch noch mal. Und tatsächlich auch noch mal mit dem Regenwurm. Auch das ist klassisch sozusagen. Das heißt, das ändern wir hier auch noch mal. Eintagsfliege und Regenwurm. Guck, das eine ist hier schon wieder abgehauen. Kriegen wir es noch gehakt? Ne. Also, scheint direkt auch abzugehen. Scheint direkt abzugehen. Viele Köder einfach testen, ne? Köder-Köder-Kombination. Wenn ihr Köder-Kombination noch nicht machen könnt, nur die Fliege ist auch mehrfach in den Rekorden drin. Nur die Eintagsfliege. Und dann darauf hinarbeiten, dass man die Köder-Kombination freischaltet. Und dann lübt das auch immer besser. Zack, und da auch noch. Wieder freilassen. Bügel wieder auf. Und dann gucken, was hier geht. Maifisch direkt auf Köcher, auf die Kombi. Wenn das gleich noch einen liefert, dann baue ich das andere Set auch direkt um. Dann haben wir da doch die Kombination, die gerade angesagt ist, damit wir hier die Schwarzrückenheringe so ein bisschen outplayen, dass die Schwarzrückenheringe nicht mehr so viel kommen und gezielt immer mehr der Caspi-Maifisch reinballert. Das wäre natürlich super. So, also es scheint hier tatsächlich ganz gut auf die neue Köderkombination zu funktionieren. Ganz gute Frequenz. Ich baue das hier auf der anderen Route auch gleich nochmal direkt um. Und zwar scheint das ganz gut zu klappen mit Köcherfliege. Also Eintagsfliege, Köcherfliege-Kombi. Scheint schnelle Reaktion, also schnell die Bisse zu liefern. Gar nicht verkehrt. Auch hier gerade Caspi-Maifisch mit wieder drinne. Das heißt, einfach wieder rumprobieren, ausprobieren, was geht. Ja, und die All-Time-Records, die haben diese Köder-Kombination rausgegeben. Ja, und wie gesagt, wenn ihr noch nicht so weit seid, dass ihr die Kombi machen könnt, dann einfach nur mit der Fliege. Reicht völlig, ist auch mehrfach in den Rekorden zu sehen. Und dann lübt das hier. Und ich glaube, wenn man jetzt gezielt einfach nur auch den
den Hering nimmt, was ja auch nicht verkehrt ist, ne? Auch kohlemäßig einfach hier auf schöne Frequenz auf den Hering. Dann einfach auch ein bisschen größere Haken nochmal aussuchen. Und gucken, dass man da die schönen Brocken rauskriegt. Im Kilobereich und mehr. Dann macht es eben auch richtig Bock. So, ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich schon echt ganz zufrieden. Ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen weiter durch. Anzahl der Fische ist schon der Hammer. Also richtig, richtig viel. Und das jetzt hier mit zwei Routen, mit drei Routen ist mir absolut zu stressig hier an der Stelle. Zwei Routen reichen da. Vielleicht, ja, für die Nacht würde ich sagen, vielleicht nochmal ein bisschen auf Grund testen. Aber ich hatte ja nachts angefangen oder am späten Abend. Und es sind tatsächlich die ersten Brocken auch noch reingegangen bis ungefähr 23 Uhr. Also die laufen noch, bis es dunkel ist hier. Das heißt, man kann wirklich lange, lange durchziehen. Und dann so ab 4 Uhr wird es ja auch schon wieder langsam hell. Krass. Also, hier geht es deutlich mehr ab. Na, Rotauge wollen wir nicht, aber hier geht es deutlich mehr ab. 14er Haken, 4 Kilo Vorfachsmaterial, 4 Kilo Setup. Hatte ich eigentlich schon die Position gezeigt? Ich glaube noch, ich habe die Map noch gar nicht aufgemacht. Wir gucken noch mal eben auf die Map und dann gucken wir danach noch mal in den Kescher rein, ob sich das denn hier gelohnt hat. Der letzte Schniepi an der Achtuba, an der Hauptinsel. Also, da wo man spawnt, einfach hier außen rumlaufen, der letzte Zipfel sozusagen an der Spitze, wo es nicht weitergeht, da ist der gute alte klassische Spot. Hier in dem Bereich gehen auch immer mal wieder Büffelfische. Da in dem Bereich kann man auch mal auf Hecht lang probieren, Hechtangeln machen. Auch da hinten in dem Bereich. Also eine ganz gute Stelle, um hier Sachen auszuprobieren. Absoluter Klassiker an der Achtuba. Sollte man auf jeden Fall immer mal wieder testen. So, aber jetzt, ich ziehe noch ein bisschen raus und dann gucken wir gleich mal in den Kescher. So, dann schauen wir doch jetzt mal. Es ist ja schon nach 23 Uhr. Als erstes natürlich kurz ins Café reinschauen. Güster waren nicht dabei. Rotaugen waren ein paar dabei, allerdings nicht so schwere. Eine Laube war dabei. Ansonsten aber auch nichts aus dem Café. So, dann gucken wir hier mal eben rein nach Preisen sortieren. Ich glaube, man sieht sofort, warum ich eigentlich Caspi-Maifisch will. Nicht nur wegen der Kohle, sondern er fehlt mir halt auch noch als Trophy. Aber auch wegen der Kohle und auch wegen der Kohle. Und das ist jetzt halt der Punkt, da muss man wirklich mal gucken, was nimmt man? Vielleicht nimmt man einfach mal doch wirklich einen größeren Haken und versucht halt gezielt auf die großen Schwarzrückenheringe. Auch natürlich kohlemäßig richtig gut. Von hier unten von 5 Silber bis da oben hin 13 Silber für so ein Dingen ist das doch wirklich, wirklich gut. Und ja, da geht deutlich mehr. Ich hatte jetzt zuletzt, also nach dem Cut sozusagen, nochmal umgestellt auf feines Setup. Heißt also hier wirklich 4 Kilo und kleiner 18er Haken mit dieser Kombination. Und es war wirklich eine gute Frequenz, aber natürlich bei den Heringen die deutlich kleineren Brocken. Hier sieht man das zum Ende hin nochmal. Also viele dabei, die auch wirklich mal einfach unmaßig sind oder mal so gerade maßig in diesem 300 Gramm Bereich. Ne? Also von daher einfach vielleicht mal entscheiden, entweder gezielt auf Caspi. Ich hatte gerade auch nochmal im Discord geschaut. Da haben wir ja eine riesen Datenbank sozusagen an Spots und Informationen der Vergangenheit. Und wenn man da einfach mal Caspi eintippt, kommen auch jede Menge Spots. Und da war es auch mehrfach so, dass auch mal größere Haken die Rolle gespielt haben. Also größere Haken und dann sind da doch mal als Beifang schöne Caspi-Maifische mit reingegangen. So, 263 Silber jetzt für die Action. 109 Fischis in der Zeit. Ist natürlich gar nicht so schlecht. 236 schmeckt. Und ich denke, wenn man da noch mal ein bisschen gezielter drauf geht, einfach mal gezielt auf die Schwarzrückenheringe, gleiche Stelle. Kann mit Sicherheit noch ein bisschen mehr gehen.
etwas größerer Haken, bisschen mit den Ködern rumhantieren und dann ballert das auch noch mehr rein. So, Petri Lümmels zieht raus die Brocken. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen. Wenn es dir geholfen hat, Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri.